Ich heiße Ines Vasco und habe seit 4 bis 5 Jahren Assistenz. Ich beschäftige mich viel mit Schreiben und habe einen eigenen Blog. Ich mache YouTube-Videos und ich sammle Cappies und Schminkzeug, wie fast jedes Mädchen, und bin da ganz normal wie jeder andere. Das Schreiben hilft mir, Dinge zu verarbeiten und mit meiner Depression besser umzugehen. Mein erstes Buch ist vor jetzt knapp 6 Jahren entstanden, ist eine Autobiografie, und das zweite Buch ist gerade in Arbeit. Da geht es um Depressionen und andere psychische Erkrankungen, weil es so viele Ärzte gibt, die über ihre Patienten schreiben, aber keine Patienten, die über ihre Ärzte schreiben. Mein YouTube-Channel ist dafür da, dass ich Videos für Angehörige von depressiven Menschen mache. Und nebenbei mache ich auch noch Tests zu verschiedenen Produkten, zu Kosmetik oder so. Und vertreibe mir die Zeit mit allem, was mir Spaß macht, und filme das. Persönliche Assistenz habe ich kennengelernt durch einen anderen Verein. Habe dann zur Assistenz 24 gewechselt, habe seitdem persönliche Assistenz in der Freizeit und habe einen persönlichen Assistenten und eine persönliche Assistentin. Die wechseln sich ab. Mit meiner Assistentin gehe ich viel spazieren, weil mir das gut tut. Und wir gehen oft auf einen Kaffee oder zu den Hühnern. Wir haben so einen Bauernhof im Dorf, gehen wir oft zu den Hühnern. Ich könnte mir kein Leben ohne persönliche Assistenz vorstellen, weil es mir viel mehr Freiheit gibt, dass ich Sachen ohne meine Eltern machen kann. Und Lebensqualität ist wesentlich höher, und einfach die Beziehungen zu den Assistenten ermöglichen mir auch zu lernen, wie ich mit anderen Menschen umgehen kann, weil ich da ein bisschen Defizite habe. Und das tut einfach gut. Bei meinen Assistenten ist mir wichtig, dass die Chemie stimmt, dass man immer miteinander redet, egal was vorfällt, und dass einfach man sich abspricht, was man unternimmt, und dass ein paar Vorschläge kommen, weil ich gerade durch die Depression wenig Antrieb habe und oft aus einem Loch gezogen werden muss. Meine Assistenten geben mir einfach so ein gutes Gefühl und so viele Möglichkeiten, die ich vorher nicht gehabt habe. Und das verändert das Leben total. Also mir geht es mit den Depressionen auch viel besser, seit ich persönlich Assistent habe.